Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag, der, wie ihr seht, mal unter gottesfreier Natur stattfinden. Das heißt also in meiner Outdoor-Küche. Ja, so viel dazu. Mein heutiger Beitrag handelt dreht um einen Salat. Und dazu müssen wir kulinarisch etwas weit reisen, das heißt auf den afrikanischen Kontinent und auch weiter östlich, also Libanon, Syrien und so weiter. Ja? Und dazu möchte ich gleich euch zeigen, was wir alles benötigen. Ja, die Zutaten, die wir benötigen für diesen Salat, das sind glatte Petersilie, reichlich glatte Petersilie, etwas Minze, ich nehme hier die marokkanische Minze, die ist auch unvergleichlich vom Aroma, vom Duft. Wir brauchen wunderbare, schöne Tomaten. Wenn wir ein bisschen Pep drin haben möchten, dann nehmen wir auch ein bisschen Chili mit rein. Pfeffer, ich mahle den wieder selbst, beziehungsweise ich mörse den selbst. Und es geht natürlich auch aus der Pfeffermühle, und wenn ihr beides nicht zur Verfügung habt, dann könnt ihr gerne auch fertig gemahlenen Pfeffer kaufen. So, Zitrone brauchen wir, Olivenöl, Salz, dann Schalotten oder eben auch Zwiebel, das tut dem Ganzen auch keinen Abbruch, Frühlingslauch, und dann sind wir schon fast durch. Bis auf das Wichtige, das ist Couscous. Ja, jetzt wisst ihr vielleicht schon, ihr ahndet vielleicht schon, was wir für einen Salat herstellen werden. Ja, genau, Tabouleh. Also, und für das Tabouleh gibt es ja verschiedene Schreibweisen auch. Kommt hauptsächlich aus der libanesischen Küche und auch auf dem afrikanischen Kontinent, also das heißt Marokko und Tunis und so weiter, wird natürlich Tabouleh auch gegessen. So, wir natürlich das A und O, wie immer in der Küche. Ohne eine vernünftige Vorbereitung kann es wirklich problematisch werden, gerade dann, wenn ihr Gäste erwartet. So, ein Couscous machen wir jetzt in der Schüssel rein. Geben dann das kochende Wasser darüber, oder das, und zwar hierbei ist das ein Instant Couscous. Ihr könnt natürlich auch Couscous herstellen, beziehungsweise den Tabouleh herstellen mit wenn ihr Original Couscous zubereitet, nur das ist extrem schwierig. Da muss also der Couscous über Dampf gegart werden und dann immer in den Händen zerrieben werden und dann wieder über Dampf und wieder gerieben. Also richtig aufwendig. Deshalb, ich empfehle euch wirklich, nehmt Couscous Instant. Das ist einfach mal ein bisschen abwiegen. In Regel kommt die doppelte Menge Wasser dazu. Einfach mal 10 Minuten ungefähr quellen lassen und dann ist das schon okay. So. Was jetzt hier weitergeht, sind also die Tomaten. Die Tomaten müssen filettiert werden. Heißt also, das Innere schneiden wir hier raus. Na, möglichst wenig Kerne da drin haben. Weiß, was noch drin ist, können wir mit der Hand rausdrücken, damit ihr saubere Tomatenfilets habt. Na, und so weiter. Petersilie habe ich auch schon geschnitten, kommt gleich noch die Minze dazu, und den Frühlingslauch habe ich schon vorbereitet, gewaschen, dann schneiden wir auch gleich und dann mixen wir alles zusammen. Wir warten jetzt nur noch auf den Couscous, bis der soweit ist, aber sieht schon ganz gut aus, dauert noch einen Augenblick. Ja, der Couscous ist soweit fertig, also schön rieselfähig sozusagen, abgekühlt auch natürlich, ja, also bitte keinen warmen Salat machen,
ein warmes Davolé. So, ja, ich war natürlich nicht untätig und habe schon mal die Frühlingszwiebel oder Frühlingslauch geschnitten. Kommt da rein. Die Schalotte oder Zwiebel, habe ich ja gesagt, kann sowohl das eine auch das andere genommen werden. Dann etwas Minze, je nach Geschmack. Also Minze gehört unbedingt dazu. Das ist A und O. Ich habe jetzt hier noch diese kleine Menge. Habe ich jetzt drei Blättchen marokkanische Minze dazu getan. So, also seht, das ergibt so, je nachdem, ist als Beilage, reicht für zwei Personen. Möchte man das alleine essen nur, dann würde ich sagen, reicht es für eine Person. So, den Pfeffer habe ich natürlich auch schon gemörsert. Kommt jetzt etwas dazu. Dann Salz. Hier müssen wir aufpassen beim Salz, wenn ihr das Salz schon beim Kochen zufügt, also beim Kochen oder beim Sprühen des der Körner. Dann muss man aufpassen natürlich, die werden nicht mehr so viel dran machen. So, jetzt geht's weiter. Dazu ist Zitrone, ein bisschen, je nach Geschmack, hat hier erwähnt, auch Chili, wenn es ein bisschen peppiger sein soll, und Tomatenfilets, hatte ich ja gezeigt, also Tomaten halbieren, Viertel, Achtel, Sechstel, je nachdem, wie groß ihr die haben möchtet, also so soll es schon sein. Ich habe jetzt in Sechser geschnitten. Ja, kommt natürlich auf die Tomatengröße an. So. Und noch ein paar. Welche Tomaten ihr nehmt, spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, die schmecken. Also grüne Tomaten würde ich jetzt nicht da rein tun. Auf keinen Fall. So, dann sind wir schon soweit mit den Tomaten. Der Rest ist klein genug. Dann kommt die Petersilie dazu. Und dann mischen wir das nochmal durch. Das Olivenöl natürlich nicht vergessen. Kaltgepresstes. So, dann mischen wir das nochmal. Also ich mache jetzt keine Chili rein, was ich persönlich finde so interessanter. Ja, das war's auch schon. Ihr seht, ist also kein Hexenwerk und lässt sich auch relativ schnell zubereiten. Den Couscous kann man ja am Tag zuvor schon mal brühen, herstellen und dann geht es am nächsten Tag ratzfatz die restlichen Zutaten.